Hallöchen. So, ich wurde angesprochen wegen meinem letzten Video, wie ich den Buzzer deaktiviert habe. Folgendes: Ich mache es wie immer ganz unkompliziert. So, die Nummer 4 ist der Buzzer. Der Buzzer ist angeschlossen plus minus, das war's. Das heißt, beim E 350. Wenn ihr hinter dem Roller steht, linke Seite, das heißt, ihr müsst zuerst das Helmfach ausbauen. Das geht über 4 Schrauben, 2 sind hinten, 2 sind mittig und der Dämpfer muss vorne ausgebaut werden. Das ist eine Schraube. So, dann könnt ihr das Inlet vom Helmfach rausnehmen. Dann haben wir hier Buzzer Nummer 5. Negativ Nummer 4. Gesundheit. So, genau. Nummer 4 ist der Buzzer und ist wie gesagt angeschlossen mit Plus und Minus. Dann habt ihr dieses nervige Rumgepiepe nicht mehr. Wenn ihr das Ding ausschaltet, mit dem Schlüssel weggeht oder anschaltet, er ist halt einfach leise. Es gibt keine Fehlermeldung oder sonst irgendwas, weil es handelt sich einfach nur um eine Plus- und Minusleitung. Und wie gesagt, einfach nur eine Steckverbindung, ja. So, die kann man problemlos abziehen. Das heißt, ihr steht hinter dem Roller, ja, halt so, habt das Helm-Inlet draußen, das Helmfach. Dann ist auf der linken Seite vom Rahmen eine dicke Rahmenstange. Hinter dieser dicken Rahmenstange sitzt dieser Buzzer. Man kommt recht bescheiden hin mit der Hand, aber es geht. Am besten lasst er ihn piepen, dann könnt ihr den besser orten. Weil man hört ihn direkt, wo er sitzt. Dann tastet ihr euch einfach mit den Händen darunter, sucht diesen Kabelbaum mit den Fingern und macht einfach die Stecker ab. Und schon seid ihr dieses elendlästige Piepen los. Das ist übrigens ein Werkstatthandbuch von dem Ding. Stehen noch viele andere Sachen drin. Was das Blinkerrelais angeht, kümmere ich mich auch nochmal drum. Also das piept jetzt nicht wirklich, sondern es macht halt recht laut Klick-Klack wie beim Auto früher. Und da gibt es bestimmt bessere Optionen. Genau. Das ist aber halt erstmal der Buzzer, wie ihr ihn abklemmen könnt. Ne? Hier seht ihr ja nochmal die Sitzbank. Da die Nummer 4. Völlig unkomplizierte Sache, dauert Pi mal Daumen 5 bis 10 Minuten. Und das war es auch schon. Bis denne.